Die nächsten Termine auf der Tour sind dann in der Schweiz. Die Menschen in der Schweiz haben mehr Geld als die Menschen in Österreich. Das kann man daran sehen, dass die Schweizer Flagge so aussieht wie ein Plus und die österreichische Flagge sieht aus wie ein Minus. Wo, wo spielen wir denn in der Schweiz bitte? Wir spielen in Solothurn und in Schaffhausen. Und weil die Schweizer... 8. und 9.12. übrigens, ja. Weil die Schweizer, also können die überhaupt Bier brauchen? Die können guten Wein machen. Können bestimmt auch, mit Sicherheit können aber die am besten auch machen sie Käse. Ja, und Uhren, ja. Aber Uhren sind schlecht zu kauen. Ja. Deswegen essen wir für die Schweiz, bist du Käse? Ja, ich nehme einen davon, schau mal, ich nehme da einen. Weißt du, wenn man sich unter lauter Betrunkenen befindet, fühlt man sich irgendwann auch betrunken. Hast du es noch nie festgestellt? Nein. Du bist nie nüchtern. Nein. Ja, es ist so. Also ich habe noch nie festgestellt, dass wenn ich mich betrunken unter lauter Nüchternen befinde, dass ich mich dann auch nüchtern gefühlt habe. Das habe ich noch nie festgestellt. Wenn du nur Käse willst, am 8.12. spielen wir in Solothurn im Kofmehl und am 9.12. spielen wir in Schaffhausen im Kammgard. Da. In Schaffhausen. Ja, Schaffhausen. Am Rheinfall. Ja, am Rheinfall. Das wird hoffentlich kein Rheinfall. Zwei hinreißend verdorbene Halunken. Einer der besten Filme aller Zeiten. Ja. Ja, aber okay. Warum essen wir jetzt eigentlich Käse? Weil die Schweizer uns kein Bier geschickt haben. Echt? Mhm. Okay. Naja, das ist mit dem Zoll schwierig. Zoll. Das stimmt. Dann müssen wir zum Bier trinken dahin fahren einfach sozusagen. Ja? Bierzoll. Dann fahren wir zum Bier trinken in die Schweiz. Genau. Also Schweizer Käse kann man halt bei uns auch kaufen. Ne? Und das ist halt auch echt geil, muss ich sagen. Ja, das ist schon echt... schon wenn ich das hat so ein bisschen was von Fuß im Tourbus. Der Schattenmann wieder. Qualifizierte Aussagen, genau mein Metier. Fast.